Ja, servus und willkommen zum Freitagsvlog. Jo, bei mir ist jetzt Dienstagmorgen. Ich schmeiß heute meine Viecher jetzt ganz normal raus. Ich habe ihnen schon Futter mit runter. Sieht man hier. Kartoffeln und ja, wieder halt gedämpfte Bohnen und ein wenig Salat. Und da würde ich sagen, die schmeißen wir jetzt einfach mal raus. Die Schweine, die freuen sich schon, die warten schon. Ja, eigentlich wollte ich heute ein wenig eher runter, aber gestern ist ein bisschen spät geworden, oder besser gesagt heute Morgen. Derjenige, der da mit mir etwas zugange war, der weiß das vielleicht. War gestern ein schönes Gespräch, ein schönes langes Gespräch. Ja, und dann doch irgendwann ins Bett und dann ist es doch ein wenig spät geworden. Naja gut, so kommt das vor, kann ja mal passieren. Jetzt lassen wir es einfach mal raus und dann schauen wir weiter. Guten Morgen! Digga! Hunger? Hunger? Na dann! Bitte schön! So, ein bisschen sauber machen. Gut, das wandert mit auf den Mist. Das mache ich jeden Tag, ganz normal ein wenig zusammenkratzen und dann mit weg. Das kommt dann miteinander auf den Misthaufen. Und jetzt schmeißen wir erstmal noch die Hühner raus. Was ist denn hier schon wieder? Ach, den Deckel immer. Na, da gehört schon rausgemisst. Oh je. Da müsst ihr noch ein Tuch warten. Na, die lassen sich's gut gehen. Das schmeckt. Futter. Ja, weil da mal ein Kommentar kam, wenn das Futter nicht reicht, soll ich halt die Viecher schlachten. Also, das mache ich ganz bestimmt nicht, weil die hat zwar Ziegenböcke da, die ja kastrierten, die sind eigentlich bloß als Hobby da, als wandelnde Rasenmäher. Und auch eine Emma und ein Esel, die haben wir jetzt schon seit 1998. Die ist nicht zum Schlachten da, sondern einfach bloß als Hobby. Und wer da glaubt, ich würde meine Viecher schlachten,
der liegt da verkehrt. Wenn da das Futter nicht reicht, dann wird Futter zugekauft. Habe ich dieses Jahr das allererste Mal gemacht, in Form von meinen Rundballen. Normalerweise langt es immer, aber heuer durch die Trockenheit hatte ich bloß einen Schnitt. Und da muss man halt einmal in den sauren Apfel beißen und muss was zukaufen, wenn es nicht reicht. Dass ich jetzt hergehe und ich würze schlachten, das sehe ich einmal gar nicht ein. Die sind wie gesagt als reines Hobby da. Die gehören zu der Familie dazu. Und dann werden die natürlich auch nicht geschlachtet. Bei den Schweinen sieht es anders aus und bei den Hühnern sieht es auch anders aus, aber bei denen da definitiv, das sind Familienmitglieder. So, ich war jetzt zwischenzeitlich noch beim Leo und habe meinen Stall sauber gemacht. Und wir brauchen jetzt da Wasser. Da drehe ich jetzt auf alle Fälle mal meinen Wasserhahn auf. Vom Saubermachen habe ich jetzt extra kein Video gemacht. Da gibt es nicht viel zu sehen. Ein wenig zusammenkratzen und auf die Lore drauf. Da kann man bei Gelegenheit mal noch ein Video machen. Ja, mein Wasser muss ich hier drüben aufdrehen. Ich habe da einen Schlauch liegen, der ist unterirdisch nach hinten verlegt ins Gebäude. Da drehe ich hier oben auf. Und der Schlauch kommt hinten beim Ziegenstall raus. Da wo der Schlauchwagen steht. Und dann sollten wir natürlich den Horn zuhaben, wäre sinnvoll. Ja, da kommt er wieder raus und steckt hier auf den Schlauchwagen. Kann nicht was essen. Ja. Und da habe ich meine Tränken stehen. Tränken ist gut. Die werden einmal richtig gründlich rausgewaschen. Und dann wird er befüllt. Ja. Und die da hinten Mampfen. Die Hanna. Dickes Ding. Der Gandhi frisst da drüben. Dicke. Schaust ja schon wieder aus. Micky, was ist mit dir?
ein bisschen Pferdepflege. Ja, wer sich fragt, wozu habe ich eigentlich das Pferd? Nun, ich wollte unbedingt eins haben. Und ich wollte unbedingt einen Kaltblüter haben. Und den habe ich in Form von diesem Noriger hier gekriegt, von meiner Hanna. Mir haben die großen Pferde schon immer gefallen, die großen Ross. Tja. Ich freue mich, dass ich sie habe. Und wer sich jetzt fragt, was macht man jetzt damit? Das kann ich euch auch sagen. Ich habe einen Plan. Da muss ich mich jetzt allerdings noch mit einem guten Bekannten unterhalten. Der ist da recht firm drin in dem Gebiet. Weil die Hanna soll einmal vor die Kutsche gespannt werden. Als Zugpferd. Und mit einer guten Freundin habe ich schon gesprochen. Die bildet ihren jetzt aus. Die hat einen süddeutschen Kaltblüter. Die bildet ihren aus zum Holzrücken. Und ja, so in die Richtung habe ich mir das auch vorgestellt. Gandhi, rutsche mal bitte. Gandhi. Dass das überläuft. Also geplant ist, wie gesagt, ich soll einmal Kutsche ziehen und eventuell mal Holz rücken. So sieht es zumindest mein Plan vor. Ja, jetzt ist er aktuell 2,5 Jahre alt. Es wird jetzt also langsam aber sicher Zeit, dass wir sie mit Ausbilden anfangen. Was sie bislang bloß kennt, ist halt spazieren gehen. Und ja, fressen auf der Koppel. Das ist natürlich nicht viel. Was wir schon gemacht haben, wir haben mit ihr geübt, Satteldeckel auflegen, Sattel auflegen. Gut, das wäre jetzt in dem Fall dann egal. Aber das sind auch so Sachen. Das kann man ja auch üben mit ihr, dass sie das auch kennt. Ja, aber so sieht zumindest der Plan für sie aus. Das soll sie mal machen. Ich meine, man hat ja Pferd nicht nur aus Spaß an der Freude. Und reiten kann ich zwar ein bisschen, aber auch wieder nicht so gut, dass ich jetzt sage, ich könnte mich als Profi bezeichnen. Ich liege doch schon ein wenig zurück. Ja. Ich arbeite gern mit Pferden. Und sie ist recht gutmütig, ist ein ganzer Lieber. Ein Hufschmied war ja letzte Woche da. Der hat auch gesagt, also so stellt er sich ein Pferd vor, richtig schön ruhig geblieben, stehen geblieben. Die hat einen richtig guten Charakter, er hat selber welche daheim. Ne. So, dann hätten wir auch wieder ein Wasser da. Die Menge Wasser hier reicht normalerweise mal gute 3 Tage. Manchmal 4. Im Sommer bloß 2. Meh. Zack und zack. Licht aus. Die Jacken haben wir vergessen. Gut ist. Hallo, alter Bär, mein alter Bär,
Sind die Mucken auch nicht mehr da, gell? Das ist schön. Gut. Wasserhahn zudrehen, sonst platzt der Schlauch. Und dann gehen wir erst einmal schön in Ruhe frühstücken. So, da haben wir schon wieder Mittwoch. Und was ist gestern noch passiert? Ja, gestern gar nichts mehr. Ich war ja auf der Arbeit dann. Und abends bin ich heimgekommen. Den Hydraulikzylinder vom KA15 hat er mitgenommen. Und die Teile dazu, die innen hier sitzen. Und die Welle. Und die Lenkung hat er ja auch drin gehabt. Ja, der Vater hat dann gestern Abend gesagt, also mit der Lenkung schaut es blöd aus. Die ist leider recht beschädigt. Tja, dumm gelaufen. Die hat er drinnen dann einmal auseinandergelegt, dann haben sie es vermessen gehabt alles und ja, das Problem ist ganz einfach, ich zeige euch das einmal am K15, dass diese Arme hier oben drin in dieser ja, Hülse hier mehr oder minder so viel Spiel haben, dass die komplett hin und her wackeln. Und das Problem ist ganz einfach, wenn man da eine Büchse einziehen will, wird das Material außenrum zu dünn. Und dann kann es bei einem blöden Schlag, blöden Stoß oder was ausbrechen. So, hat er gesagt, ausbüchsen kann er nicht. Jetzt ist er am Überlegen, was er macht. Die wollen jetzt drin einmal ausprobieren. Jetzt hat er was gesagt, eventuell honen das Ganze. Und die Wellen vor die Armdorte aufspritzen. Problem beim Aufspritzen hat er aber schon gesagt, das hält normalerweise nur normale Belastungen. Da wenn einmal ein Stoß drauf kommt, kann das auch brechen. Natürlich auch nicht optimal. Zweite Alternative wäre, man könnte es schweißen, aufschweißen. Aufschweißen hält natürlich, aber an der Lenkung schweißen ist natürlich ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht unbedingt so toll, sollte man eigentlich vermeiden. Er hat jetzt gesagt, die probieren es einmal mit Aufspritzen. Dann war das Ganze zusammengebaut. Und dann sieht man ja, wenn das ganze Material wieder bricht, wenn er das Spiel richtig einstellt, dürften eigentlich keine Schläge draufkommen von der Lenkung. Weiß der aber nie, fährst du mal über einen Stein drüber, über einen größeren. Oder es braucht ja bloß ein Maulwurfshügel sein und am Lenkrad, du merkst ja trotzdem dann ein wenig einen Ruck bei dem. Das kann unter Umständen schon dazu führen, dass das bricht. Jetzt habe ich gesagt, ihr probiert es einmal aus und wenn nicht, dann muss es wieder raus und dann muss man es aufschweißen. Man muss mal gucken. Ja, ich habe zu ihm gesagt, wie schaut es aus? Kann man nicht die Arme gleich vom K15 nehmen? Er hat gesagt, nee, leider nicht. Weil die hat er nebeneinander zusammengehalten und das Blöde ist, die vom K15 sind ein bisschen kürzer, die vom KA15 sind ein kleines Stückchen länger, aber dieses kleine Stückchen, das brauchst du, sonst kriegst du den vollen Lenkeinschlag nicht hin. Scheiße gelaufen. Entschuldigung für dieses Wort. Naja. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Der wird schon einen Weg finden, denke ich. Also wenn er eine Ahnung davon hat, dann wie gesagt, mal vorne. Und ja, zu der Hydraulik, da schaut es jetzt wie gesagt auch ein wenig blöd aus. Wir haben ja den Hydraulikzylinder hinten ausgebaut und da war ja innen diese Scheibe, wo die 6 Schrauben drin waren. Die hat er auch mitgenommen. Diese Scheibe, die verhindert quasi, dass der Kolben nach hinten rausdrückt. Ja. Bloß die Scheibe ist innen her auch total kaputt. Da ist auch einiges rausgebrochen. Die ist eigentlich auch ja, mehr oder minder schrottreif. Und ja, da einen Ersatz zu kriegen, äußerst schwierig. Ich bräuchte jetzt quasi eine solche verschraubbare Scheibe hinten rein. Vom Kramer Baugruppe 1 Hydraulikblock. Tja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich sowas herkriege. Ist jedenfalls dumm, weil wenn die so dermaßen schlecht ist, dann ist dumm. Ja, Stützring sind kaputt, Nutring sind kaputt, die Manschetten sind kaputt. Ja, es schmeißt einen wieder zurück. Da denkt man, man kommt voran. Und dann kommen solche Sachen, dann dauert es wieder ewig. Ach, ich sag ja, ein Mist. Aber irgendwie wird das schon. Naja, jetzt warten wir halt einfach mal ab. Und dann wird sich schon zeigen, wie oder ob oder was. Tja. Ich habe eigentlich gehofft, das wäre ein wenig besser, aber gut. So ist das halt nun mal. Naja, wie dem auch sei. Immerhin, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe gestern noch Post gekriegt. Es kamen meine Versandscheine und die Unterlagen zu dem KA15.
Die hat mir ja der Herr Egle zugeschickt. Und das war gestern mit der Post dabei, da habe ich mich sehr gefreut. Ja, und das kann ich euch immer noch zeigen. Immerhin was. Also, was dabei war, war ein kleiner Brief. Machen wir es doch mal so. Da hat er reingepackt die Ersatzteilliste, die Hydraulikbedienungsanleitung, die Ersatzteilliste für die Hydraulik, Motorenhandbuch für den MWM und einen Pflegeplan. Jo, da hat er mir, wie gesagt, einen kleinen Brief noch dazu geschrieben. Und da hätte ich dann zum Beispiel das da. Das ist der Versandschein, der Originale von dem Schlepper. Fahrgestellnummer ist die Ü44043, also gebaut in Überlingen. Ja, da sieht man die originale Bereifung, 516 und hinten 832. 832, das ist wie beim K15, also die schmale Bereifung, die hat er aber schon lange nicht mehr. Jetzt hat er ja 12,924. Ja, Mähwerk ist dran gewesen, Mittelfingerbalken, Mähantrieb, Riemenscheibe, vordere Kotflügel hat er gehabt. Ich glaube, da muss ich auch mal meinen TÜV-Prüfer fragen, weil die sind nicht mehr vorhanden. Drehbare Anhängerkupplung ist klar. Fußgas ist klar und die Ladebritsche ist hier weggestrichen. Das wäre diese verlängerte Aggerschiene unten mit dem Blech drauf, so wie ich es beim KL300 habe. Die hat aber der jetzt nicht gehabt. Ja, Kraftheber war dabei und die gefederte Vorderachse. Das ist aber Standard. Die gefederte Vorderachse im Endeffekt. Ja, geprüft und abgenommen am 4.1.56 und Versand am 17.11. So schaut es aus. Das Ganze habe ich in doppelter Ausführung gekriegt. Und machen wir es mal so. Das Ganze lief bei dem Schlepper über die Firma Denhöfer in Nürnberg. Also Unterer ist auch über die Firma Denhöfer gekommen und in Nürnberg abgeholt worden. Bei uns war es aber so, wir haben eine in Veit-Lahm oben bestellt. Unternschlepper und haben den Nürnberg dann unten abgeholt und hier ist es über Bayreuth gegangen, über Firma. Ja, kam dann auch über LKW Kempf, das war damals so gang und gäbe, da kam auch der KL300 mit und dann passt es. So, was habe ich noch dazu gekriegt? Ich habe dazu gekriegt einen Pflegeplan für die ganzen Kramerschlepper. Und meiner wäre ja hier der KA15 mit dem MWM. Da steht dann die Motorölmenge drauf, das Öl für den Winter und für den Sommer. Dann haben wir die Füllmengen Getriebe und Ölwechsel halbjährlich zum Beispiel. Kühlsystem, in dem Fall Wasser, ganz klar. Ja, und dann steht halt Kraftstoff ist ein Filzplattenfilter. Die Luftfilter, das ist ein Ölbordluftfilter und Schmierölfilter ist ein Spaltfilter. Den habe ich ja schon mal gezeigt. Ja, und da ist die Schlepperbatterie angegeben. Also original war drin da 12 Volt mit 56 Ampere. Ja, 20-stündige Entladung. Ich habe jetzt da ein wenig eine größere drin. Bei mir ist es jetzt quasi halt ein bisschen eine stärkere. Das war das. Dann habe ich gekriegt die Ersatzteilliste zu dem Schlepper. Und da hat mir ja einer schon geschrieben, na, das ist ja optimal fürs Mähwerk. Dann hast du ja jetzt dann ein richtig schönes Büchle mit Explosionszeichnung, wo du alles siehst. Jawohl, das habe ich. Und wenn ich die Seite finde, dann schlage ich sie auch mal auf. Ja, das ist das ganze Mähwerk inklusive Antrieb. So schaut es aus. Das ist dieses Blech, was unten dran sitzt, der Riemenschutz. Das ist dieser seitliche Verstellarm, der dann auch gespannt werden kann. Da ist der Messerbalken. Und die ganze Anlenkung. Den Schlepper gab es sogar mit hydraulischer Mähwerksaushebung, aber da fehlen mir leider die Teile dazu. Weil normalerweise sind alle, die eine Hydraulik hatten, auch mit hydraulischer Aushebung gekommen. Die habe ich aber leider nicht. Aber gut, das ist auch kein Problem, brauche ich nicht unbedingt. Ich kann es auch per Hand ausheben. Ja, das ist auf alle Fälle diese Ersatzteilliste dazu. Die ist nicht schlecht. Kann man mal reingucken. Einspritzpumpe. Und
Da dann zum Beispiel Kupplungsglocke und Lenkung. Ja, und bei mir sind ja diese Arme hier oben total ausgeschlagen. In diese Büchsen da drin. Ja, und ausbüchsen kannst du es nicht, dann wird, wie gesagt, das Material zu dünn. Und aufschweißen, wenn du das tust, das ist halt immer so, Schweißen auf dem Material, das ist halt so ein Bruchpunkt quasi. Ja, das ist auf alle Fälle das. Dann habe ich gekriegt eine Bedienungsanleitung. Die ist relativ kurz gefasst, das Ganze. Den Schlepper gab es unter anderem auch als Sonderzubehör einen Kriechgang, den habe ich jetzt nicht. Luftfilter alle 8 Tage reinigen, Ölfüllung erneuern. Das ist, wenn sie viel arbeiten, viel staubige Arbeit, dann sollen wir es öfters machen. Motorkühlung, Riemenscheibenantrieb. Da stehen halt dann so Sachen, wird Riemenscheibe, also so ein Flachriemen betrieben. Dann sollen wir, um die elektrische Aufladung zu verhindern, eine Kette auf dem Boden runterhängen lassen vom Schlepper, dass er geerdet ist. Sonst kann man einen elektrischen Schlag kriegen. Ja, früher ist das noch gemacht, man holt es ja doch, das sieht man es ja eigentlich nur noch auf Schlepperausstellungen, dass ein Schlepper irgendein Riemer am Maschinen betreibt, siehst du ja fast nimmer. Das ist auf alle Fälle die Anleitung. Dann habe ich gekriegt die Ersatzteilliste für die Hydraulik. Das leider nur noch als Kopie. Das hatte in der Original nur noch ein einziges. Finde ich aber nicht schlimm. Ich habe vom KL300 diese Anleitung ja auch. Ich habe die doppelte Anleitung oder besser gesagt Ersatzteilliste. Bei mir nennt sich Hydraulik Baugruppe 1-2. Und da ist die Baugruppe 1, also dasselbe Bild hier und dieselben Daten auch drin. Also von daher überhaupt kein Problem. Da brauchen wir keine Gedanken machen. Ja. Und diese Ladepritsche, die dieser Schlepper haben könnte, das wäre wie gesagt die. Die habe ich jetzt nicht. Ganz einfach, das habe ich den Fehler gemacht, da hätte ich die Unterlenke da noch solche Eisen anschweißen müssen. Dieses Blech, das ist hinten auf der langen Aggerschiene verschraubt. Da habe ich ja noch eine über. Ich hätte ja auch so ein Blech noch über. Das kann ich auch hinten drauf schrauben. Bloß ohne diese Stützeisen vorne ist es ganz dumm. Wenn ich mich auf die Aggerschiene hinten dann drauf stelle auf das Blech, dann verbiegt es mir das ganze Blech. Hier liegt es normalerweise auch wie beim KL300, da passiert nichts. Ich habe jetzt den Fehler gemacht. Ich habe den Schlepper die Unterlenke schon lackiert. Und jetzt im lackierten Zustand noch einmal anzufangen und da irgendwas rumzuschweißen. Naja, das muss nicht unbedingt sein. Wenn man es vermeiden kann, dann lässt man das bleiben. Jo. Das ist dann, wie gesagt, diese Ersatzteilliste. Dann habe ich eine Bedienungsanleitung zum hydraulischen Kraftheber. Da stehen dann extra noch einmal diese Baugruppe 1 Schlepper drauf, die zu der Zeit waren. Wirkungsweise. Es ist eigentlich wie gehabt, das kennt man ja vom KL300 auch schon. Inbetriebnahme des Ganzen. Ja. Halt auch das Übliche. Und hier ist jetzt wieder der große Vorteil bei die Krameschleppe, wenn die Hydraulik funktioniert. Ist auch immer richtig schön mit Bildern beschrieben. Man kann diesen Schlepper nutzen, die Hydraulik, um die Räder zu wechseln. Dazu wird hinten der Unterlenker quasi abgestützt, ein Klotz drunter gestellt. Dann wird auf Drücken gestellt die Hydraulik und dann hebt er den Schlepper hinten aus und man kann die Räder wechseln. Also das ist bei dieser doppelwirkenden Hydraulik mit Heben, Drücken, Schwimmstellung und Senken eine richtig klasse Sache. Und ja, das ist aber richtig schön mit Bild beschrieben. Beim KL300 ist es dann nur noch als Text. Ja, und das wäre diese Möglichkeit der hydraulischen Aushebung. Da sitzt normalerweise dann ein Eisen hinten auf der Unterlenke-Hubstrebe. Und da oben drauf sitzt dann so eine Stange, die vor zum Mähwerk geht. Und die hebt dann das Mähwerk aus. Gut, das habe ich jetzt nicht, aber wie gesagt, das brauche ich nicht. Außerdem ist das im Weg, wenn du dann einen Anhängerbetrieb hast oder wenn du mit der Aggerschiene hinten andere Sachen, dann musst du das wieder alles wegbauen dazu. Braucht man nicht. Ja, Frontlade könnte man an den Schlepper auch ranmachen. Genau. Maßtabelle, Dreipunktaufhängung, Hubhöhen und dergleichen. So sieht das Ganze aus. Ja, dann habe ich noch gekriegt eine Betriebsanleitung für den Motor. Ist auch nicht schlecht. Hat auch nicht mehr jeder.
alles jetzt explizit der MWM KD12Z. Handkurbel. Die Kompressionshebel. Zum Anlassen kann man den quasi auch in die untere Position. Dann dreht der Motor erst einmal leer durch und springt dann leichter an, wenn er Schwung hat. Habe ich auch so nicht gewusst. Das kann nur eine Allgäuer aber auch. Ja, das ist auf alle Fälle dann diese. Da ist auch nochmal die Ersatzteile vom Motor. Die Bedienungsanleitung zum Motor und halt Wartungsintervalle. Das Übliche. Auch nicht schlecht zu haben, kann man auch immer gebrauchen. Ja, und dann haben wir noch was gekriegt. Ich habe den Herrn Egle gefragt, ob er eventuell noch ein Blankotypenschild für mich hat. Weil meines ist unten an der Kupplungsglocke vorne befestigt und es ist recht marode. Und mein Vater hat schon gesagt, dass wenn man jetzt dann dran lässt, da lackierst du den ganzen Schlepper und dann ist dieses alte, zerknautschte, kaputte Schild, das eh fast nicht mehr leserlich ist. Da müsste man schauen, dass man ein neues herkriegt. Ja, und da habe ich auch den Herrn Egle gefragt. Und der hat tatsächlich eins gehabt. Und das hat er mir auch mitgeschickt. Und so schaut es aus. Ein originales Gebrüder Kramer GmbH. Ja, da kann ich jetzt da noch den Typ draufschreiben mit Schlagzahlen. Das Baujahr kann ich ergänzen. Die Fahrgestellnummer. Zulässiges Gesamtgewicht. Ist doch nicht schlecht. Ja, also darüber habe ich mich wirklich richtig gefreut. Das ist richtig klasse, dass das gekommen ist. Und dann habe ich doch wenigstens in die Richtung was. Ja, und wie es da am Schlepper weitergeht, das sehen wir dann. Ja, nun gibt es jetzt doch noch am Donnerstagabend eine gute Nachricht. Den Stützring, den ich gesagt habe, der innen her, da dieser verschraubte Ring am Hydraulikkolben, den hat mein Vater drinnen in der Firma wieder ganz gut hingekriegt. Mit Hilfe quasi von den Arbeitskollegen. Die haben den wieder aufgearbeitet, also dafür vielen, vielen Dank. Richtig klasse Sache. Ja, für den Hydraulikkolben selber kommen jetzt da noch ein paar Sicherring und Abbohrstützring und Nutring. Das alles bestellt, Wellendichtringe. Die müssten jetzt die Tage dann auch auftauchen. Dann geht es da dran auch voran. Die Lenkung, wie gesagt, haben sie jetzt gesagt, wollen sie erst einmal aufspritzen. Das könnte funktionieren. Und das probieren sie aus und dann wird doch da auch wieder langsam, aber sicher was. Ja, alles wird gut, würde ich sagen, alles wird gut. Ja, jetzt würde ich auf alle Fälle sagen, für dieses Video sind wir dann wieder durch. Viel ist nicht passiert, waren wir halt immer wieder bei den Viechern. Ist ja auch immer ganz interessant, denke ich einmal. Und da würde ich jetzt dann einfach einmal sagen, ich bedanke mich mal bei allen fürs Zusehen. Ich freue mich wieder auf Kommentare. Ich möchte ja mal ein ganz großes Lob an euch rauslassen. Also das letzte Video, zumindest nach aktuellem Stand, waren es 170 Daumen nach oben, kein einziger nach unten. Also Daumen hoch für euch alle. Freut mich richtig, bin ich richtig begeistert. Ich freue mich immer wieder, dass ich neue Zuschauer dazu kriege, neue Abonnenten. Ich freue mich immer über die Kommentare. Auch die Kommentare, die über Instagram und Facebook reinkommen. Also richtig klasse. Ihr seid echt klasse Zuschauer. Vielen, vielen Dank an euch. Und ich würde euch jetzt dann allen ein wunderschönes Wochenende wünschen. Und wir sehen uns dann normalerweise am Dienstag um 16.30 Uhr wieder. Und dann schauen wir mal, wie weit da dann mit dem Schlepper ausschaut und was bis dahin ein wenig passiert. Also, bis dahin, ein schönes Wochenende. Cheerio.